Die Numerologie ist ein interessantes Thema und zeigt sehr gut auch Trends und je nachdem welches Jahr, welche Zahl, jedes Zahl hat seine Schwingung und in der Numerologie ist 2020 2 und 0 und 2 und 0 eben ein Viererjahr. Und das Viererjahr steht für Stabilität und Entwicklung. Es wäre gut, 2020 schrittweise an Dinge heranzugehen. Es gibt ein gutes Fundament zu schaffen und dies ist auch das wichtigste Ziel. Harte Arbeit wird in Viererjahren eingefordert. Es fällt niemand etwas in den Schoß. Selbst die Reichen müssen Leistungen erbringen, um Erworbenes zu erhalten. Stabilität ist erwünscht und besonders im Herbst-Winter nicht sehr leicht zu erhalten. Engagement, Geduld, Klarheit und Arbeitsbereitschaft sind ein großes Thema und manchmal läuft alles aufgrund der vier so ziemlich mühsam. Mentale Übungen, Coaching und Entspannung sind dann ratsam, um den oft harten Anforderungen gerecht zu werden. Vorsorgen ist besser als heilen, wäre die richtige Lebenseinstellung für 2020 das Viererjahr. Alte Kindheitsthemen, auch Traumata, können in Viererjahren durchaus aufgearbeitet werden, positiv gelöst werden. Zielgerichtete Arbeit ist in Wirtschaft und Politik sehr, sehr wichtig und fordert viel Anstrengung. Durch konzentriertes Vorgehen können sich verschiedene Politik- und Glaubensrichtungen gemeinsame Wege erarbeiten und es tut sich manches auf. Ein Spaziergang wird es aber nicht. Radikale Ansichten in allen Lagern bergen Gefahren. Nach einem längeren Zeitraum sind angestrebte Ziele 2020 im Viererjahr schon erreichbar. Man muss sich aber davor hüten, wichtige Schritte auszulassen oder sich an einzelnen Themen festzufressen. Eingeschränkte Sichtweisen würden Erfolge verhindern. Vieles steht 2020 auf dem Prüfstein. Was einem nicht wert ist, daran zu arbeiten, wird sehr leicht verloren gehen, löst sich leicht auf. Dies gilt in allen Bereichen von Gesellschaft bis hin auch zu Liebe und Beziehung. Die Vergiss-es-Einstellung sollten Sie in Viererjahren absolut vermeiden. Arbeiten Sie an allem, was Sie halten wollen. Oft besteht eine Diskrepanz zwischen Gefühl und Verstand. Ein zu viel Pro und Contra ist bei Entscheidungen manchmal hinderlich. Man verzettelt sich zu leicht. Mit Kraft, Ehrgeiz und innerer Stärke erreichen Sie 2020 Ziele. Aber der Erfolg ist nur von Dauer, wenn man immer wieder alle nötigen Schritte Richtung Ziel unternimmt. Die 4 steht für Recht, Gesetz, Ordnung, Geradlinigkeit. In dieser Hinsicht werden sich sicher einige aktuelle Themen in der Öffentlichkeit zeigen. Auf die 4 kann man sich verlassen. Sie steht eben symbolisch für Arbeit, Haus, Vater. Unbewegliche Erstarrung sollte aber vermieden werden. Es gibt wenig Risikobereitschaft in den Viererjahren. Sicherheit ist ein Thema und großes Bedürfnis. Solide Finanzen werden erwünscht, müssen aber meist hart erarbeitet werden. Unsichere Finanz- und Geldgebarung der Weltbank, Ankauf von faulen Staatspapieren, Haftung für EU-Pleitestaaten tritt vermehrt auf Ablehnung und Widerstand bei den Menschen. Viele lernen 2020 durch Ausdauer, Fleiß und Geduld ihr Leben positiv zu gestalten. Es ist ein gutes Jahr für Ehrgeizige, sich selbstständig zu machen. Hilfsbereitschaft wird großgeschrieben, Soziales ist sehr wichtig. Man lebt Hilfe nicht nur für weit weg, man redet nicht nur. Die praktische Anwendung wird 2020 wichtiger sein als die Theorie. Der Geist des Dienens wollen ist wichtig. Man ist aufgefordert, von inneren Gaben Gebrauch zu machen, Grenzen abstecken, gesundes Verantwortungsgefühl entwickeln und sich gegenseitig unterstützen ist Thema. Dann kommen wir ins Gleichgewicht mit uns selbst. Liebe und Fürsorglichkeit anstatt Abhängigkeit fördert das Allgemeinwohl. Übereifer im Bereich Hilfsbereitschaft wird im Laufe des Jahres auch auf dem Prüfstand stehen. Man muss vermeiden, dass das Gegenteil eintritt und vieles dann wegen Überforderung, Überlastung zu Bruch kommt. Sich nicht schuldig fühlen, denn dies würde dann nur leichter zu übermäßiger Kritik anderer führen. Zur inneren Harmonie gelangen ist die Aufgabe der 4. Intuition soll vermehrt zugelassen werden. Wenn wir uns übermäßig Sorgen machen, belasten wir uns nervlich und dies kann sogar vielerorts zu Allergien in jeder Richtung körperlich wie auch geistig führen. Geistiger Stress mit Entspannungsübungen abbauen, Yoga, Tai Chi, Akakiko, Feldenkreis tut gut. Es gibt etwas Angst davor, offen Gefühle zu zeigen. Wir achten zu sehr auf den Mainstream, darauf, was sich vermeintlich gehört. Es gibt oft das Gefühl, dass man mehr gibt, als man bekommt. Sprechen Sie diese Probleme an, dann brechen keine Gräben auf.
Die Unterteilung 2020 ist gleich 4 hilft und fördert Kompromiss und Verhandlungsfähigkeit. Nutzen Sie die kraftvolle Mischung von Stärke und Feingefühl. Die Vierer-Energie ist oft etwas eigenwillig und widerspricht gern der allgemeinen Ansicht. Dies zeigt sich dann in revolutionären Verhalten und verschieden orientierten Gruppen in Politik, Glaubensrichtungen kann dies im Positiven wie auch im Negativen der Fall sein. Man ist in Viererjahren bereit, für seine Sache einzustehen, dafür etwas zu leisten, zu tun. Nun möchte ich euch für 2020 noch ein bisschen was Ungewöhnlicheres zeigen oder sagen, und zwar die Zuordnungen und Aspekte für 2020 so im Allgemeinen. Und ich fange mal mit den Farben an, und das sind Silber, Mond, weiblich, auch Eierschale wird es viel geben, Elfenbein in der Mode, Perlmutt, das Beige, ein bisschen zartes Flieder, Altrosa, Pastelltöne, zarte Farben sind gefragt. Die bevorzugten Geschmacksrichtungen sind salzig, käsig, wässrig, milchig, eher mild. Die Materialien, die gefragt sind 2020 in Mode und so weiter, sind Perlen, Keramik. Es gibt viel aus Porzellan, nicht nur beim Geschirr raus, sondern auch beim Schmuck. Und flüssige Materialien werden irgendwie eine gewisse Rolle spielen, also auch neue Erkenntnisse von flüssigen Materialien, auch in Forschung und so weiter. Die Landschaftsformen sind, der Regenwald ist wichtig, die Höhenlandschaften, also auf die Berge gehen, die Küstenregionen schonen, vegetationsreich sein, ein wenig Berge, nur sanfte Hügel sind gefragt. Seenlandschaften, liebliche Gegenden, die Adria, der Waterkant, ist natürlich eine sehr gefragte Sache für 2020. Schmuck und Edelsteine 2020, bevorzugt ist der Mondstein, helle Opale, Perlen und natürlich der kostbare Smaragd. Zu Hause, günstige Aufenthaltsorte, die Entsprechung für 2020 ist der stille See, der Teich, das Ufer, der Bach, die Wiese, der Garten wird immer aktueller. Die Stube mit Ausgang ins Freie, der Wintergarten, der Tante-Emma-Laden, Straßenvolksfeste, volksnahe Veranstaltungen werden gefördert und immer mehr beliebt. Bei den Metallen ist das angesprochene Silber oder Werkmetallen Silber, aber auch Platin. Gold ist eher ein bisschen, wird steigen, aber es gibt ein bisschen Unsicherheit bei Goldmaterialien. Die Pflanzen sind Pilze, Symbiosepflanzen, schattenliebende Gattungen von Pflanzen, zartfarbige, wasserreiche Pflanzen, auch die Seerose etc. Bei den Bäumen ist 2020 die Linde, die Birne und die Zwetschge sehr gefragt. Und der beliebteste Strauch oder der moderne Strauch ist die Naturrose, die Heckenrose. Bei der Gemüse und den Gewürzen sind es alle Kohlarten, der alte Kohl lebe auf quasi, grüne Salate, Gurke, Zucchini, Tomate, Spinat, Kürbis und Pilze jeder Art. Beifuß und Vanille ist nicht zu vergessen. Heilpflanzen sind die Brombeere, auch die Blätter für Tees, der wilde Majoran, der Eibisch, besonders wichtig als Gesundheitstee, Frauenmantel, Küchenschelle, Mutterkornpilz, amerikanischer Schneeball, Taubnessel, Weißkohl als Blätterauflagen bei Schmerzen. Bei den Blumen ist die Tulpe, die Gladiole, die Seerose, die Rose, die Heckenrose, die Wiesenmargerite, die Gräser, Typ Natur, die Wiesensträuße sind gefragt. Beim Obst ist 2020 die Zuordnung alle Melonenarten, alle Kürbisse, die Birne und die Quitte besonders gefragt. Die Tiere, die 2020 zugeordnet sind, anhängliche Haustiere, Pflanzenfresser können gehäuft auftreten, Tiere im Allgemeinen eher weiblich, die Kuh, der Büffel, weiblich, Haushund, Taube, Hirtenhund, Kaltblutpferd, Zugpferd, Dackel, Besset, Hausschwein, Nashorn und spezielle Zuchtstuten werden gefragt sein. Haus- und Nutztiere, Ente, Hase, Kaninchen. Bei den Hunden Spaniel und Bobtail, bei den Vögeln der Spatz, der Zaunkönig, der Teichrohrsänger, das Teichhuhn, alle Arten Entenstock, Tafelenten etc., bei den Fischen der Karpf, Störarten, Grundelfische, Garnelen, Schrimps, Langusten, Hummerkrebse, Insekten etc., Insekten mit Wasserbezug, Gelsen leider Gottes auch sehr häufig, weil es ein feuchteres Jahr ist, aber auch Erde, Wasserkäfer, Pillendreher, Skarabäus als Glückskäfer,
der Borkenkäfer weniger beliebt für der Fichte als Schädling. Die Vornamen Julius, Raphael, Manuel, Elisabeth, Maria, Eva sind 2020 zugeordnet. Die Menschenentwicklung, Neigung mit Ausdruck, Gestalt, weiche Gesichtszüge, romantischer Blick, schwärmerische Zuneigung, Zuneigung nötig haben, Zuneigung erheischen, weich, warm fühlen, ruhig, passiv, weiblich eben, Mond ist weiblich. Allerdings gibt es dann auch die Zuordnung, weil weiblich weich zur Orangenhaut und zu so manchem Fettpölsterchen. Denken, fühlen, handeln ist fantasievoll, romantisch, aufnahmefähig, verträumt, assoziativ, stimmungsabhängig, leider Gottes auch ein bisschen sentimental, launenhaft handeln, gefühlsbetont sein. Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig und wird es häufig geben. Anlehnungsbedürftig sein, auch voll Anforderung, familiär, barmherzig, reaktiv und so manche Unzuverlässigkeit wird auftreten. Haus oder Wohnbereich, ein kleines Haus oder Wohnung mit Garten, Terrasse, viele Blumen, eigenes Gemüse, auch auf der Terrasse, Kräutergarten, manchmal ein bisschen chaotisch, zumindest nicht zu penibel im Garten, ein Wechselmotto zu Hause bei Mama Italiana, ein wenig zu Hause füllen, bekochen lassen. Die Bekleidung für Damen, kleine Muster, auch Blümchen, lose Hänger, flache Schuhe, Pastelltöne, weite Röcke, Glockenröcke, Plissé, legere oder gerade leicht ausgestellte Mäntel und Jacken, Wolle, Baumwolle, Naturstoffe, Viskose, Baumwollspitze, Seide und Leinen, Naturstoffe, Farben, Kleidung, Herren. Overalls, kindlich wirkende Mode, Latzhosen, so manchen weichen Farbton, weitere Hosen, nicht mehr so eng wie vorjahrsmäßiger, lockerer Hosenträger wird es manchmal geben, weg von zu kleinem, engen Sakkos, die voriges Jahr modisch waren, die Fliege, der Weichlederslipper, die Sportschuhe, die Snickers. Speisenvorlieben zuordnen, 2020 ist viel Fisch, Meeresfrüchte, Salate, Gemüse, viel vegetarisch, vegan, verfeinerte Teignudelgerichte, dicke Tränke. Wasser, Mineralwasser natürlich, wenig Zucker, kein weißer Zucker, Obstsäfte, Natur, Milchmixgetränke, Eis aus Joghurt und nicht zu kalorienreich. Musik, eine Mischung von Volks- und Rocksmusik und dergleichen, auch Chansons, sanfte Musik, sehr gefühlsbetont. Die Berufszuordnung und die wichtigsten Berufe für 2020 sind im Hotelgewerbe, Lebensmittelgehobene, Natur, Bio etc., Schiff- und Kreuzfahrten, Familien, Soziales, Fürsorgeberufe, Gesundheits-, Krankheitsberufe, Kindergärtner, Hebamme, Lehrer, Gärtner, Florist und alles, was den Dienst am Menschen dient. Die Hobbys, kreative Handwerke werden wieder angestrebt, Familienunternehmungen, Wandern, Gruppenaktivitäten, gefühlvolle Filme, Theater, Musik hören, Schriftstellerei, Lesen, Malen, Stricken, Naturschutzmaßnahmen, Wohnwagen, Urlaub, Campingurlaub, Urlaub am Bauernhof oder auch im näheren Umfeld, oft nicht mehr so weit weg wie sonst, das umweltfreundlich sparsame Auto und der umweltsparsame Ausflug in der nahen Umgebung ist gefragt. Die Sportarten, Schwimmen, Segeln, Surfen, vieles, was am Wasser stattfindet, oft nicht als Wettkampf, sondern eher als Gemeinschaftsbezug, Kneipen in Gruppen, Wandern, an Bächen, Flüssen, am Wasser eben, weil es ja mit dem Krebs heuer sehr stark dem Wasser zugeordnet ist. Die Zuordnung der menschlichen Organe 2020 sollten Sie heuer besonders beachten und diese hegen und pflegen. Magenübersäuerung vermeiden, Schilddrüse, Bronchien, Schleimhäute, Eierstöcke, Gebärmutter bei Herrn, Hoden, Prostata, dann Gehirn, Lunge, der untere Teil besonders, Rippenfell, Zwerchfell, Ödeme entstauen, genug Flüssigkeit aufnehmen. Alternative Heilweisen werden wieder mehr und noch mehr gefragt sein. Sehr individuelle Therapien, Güsse, Bäder, Massagen, Lymphdrainagen, Akupunktur etc., Kraniosakralphysiotherapien ist sehr gefragt. Die homöopathische Zuordnung 2020 ist pflanzlich Secale cornutum, Luffa operculata, Pulsatilla, im tierischen Lac caninum, mineralischen Calcium, Carbionicum, Argentum, Metallicum, Silberwasser, Nitrium, Silicea, Palladium, Nosode, Bacillium, Appendicitis, Nosode, Mastitis, Nosode und Lac caninum. Bachblüten 2020, Clematis,
Mimulus, Star of Bethlehem und Honigsackel. Das Thema 2020 mit der Gesundheit und vor allem von Bachblüten etc. ist auf Gefühl und Psyche achten, endlich das innere Kind erlösen, alte Probleme loslassen, Gefühlstiefe erlernen, alte Beleidigungen als Lebenserfahrung einreihen und nach vorne sehen, wichtig kein Selbstmitleid, an allem einfach arbeiten. Es gibt weitere Zuordnungen für 2020, zum Beispiel die Schutzengel, wobei man erst einmal die Erzengel nehmen sollte. Ein Erzengel sollte man aber nicht unbedingt rufen, jetzt für kleine Dinge. Man ruft nicht den Bundespräsidenten an, wenn man eine kleine Sache am Büro irgendwo braucht oder vor einem Amt braucht. Also die Erzengel für die großen Ereignisse. Dann gibt es die kleineren Engel, die normalen Schutzengel für die Alltagsbegleitung, für kleinere Hoppalas. Da ist der Adhat, der Hüter der Natur und Früchte. Kageros bringt Menschen und Natur in die richtige Beziehung zueinander. Und der Samantiel, der Engel des Rechts und der Gerechtigkeit, ist 2020 besonders wichtig. Wenn Sie sich konzentrieren, eine Kerze entzünden, können Sie die Engel anrufen und um Hilfe bitten. Glaubensthemen 2020 sind das Gleichnis vom verlorenen Schaf und das entspricht besonders der Energie 2020. Jesus und die Jünger, Matthäus 18,1-11, die Schöpfungsgeschichte, Genesis, Apostel Philippus, Jesus, der Freund der Kinder, Markus 10,13-16. Das Tarot 2020. Da ist der Kaiser das zuständige Zeichen. Man soll, wird aufstehen gegen erstarrte Rollen und gegen erstarrtes Verhalten. Die Aspekte von Mann und Frau werden hinterfragt. Yin und Yang ist wichtig. Autoritäres Verhalten wird in Frage gestellt. Frauenpower ist mehr als sonst gefragt, wird auch angenommen und akzeptiert durch die Mondkraft. Der Frauenanteil in Politik und Wirtschaft steigt 2020. Die Runen, keltisch, germanisch, altnordisch, gotische. Die Rune ist gleich Geheimnis, Mysterium, geheimer Rat. Und die Rune für den Frühling ist Jera. Das Rad, der Mandel, neuer Anfang, die richtige Zeit finden, die Spirale des Lebens akzeptieren, Vorherbestimmtes wird oft eintreten. Die Rune des Sommers ist Dagatz, der Tag, die blaue Stunde genießen, die Unendlichkeit beachten, an die Zukunft und Umwelt der Menschen nach uns denken. Grenzbereiche aller Art werden Themen. Ausgeglichenheit suchen und finden ist sehr, sehr wichtig. Aktiv sein, die Arbeit ist ein sehr wichtiges Thema. Die Rune für den Herbst ist Berkana, Birke, Göttin, das starke weibliche Geschlecht. Niemand wird und kann einem Schaden zufügen. Gegenseitige Hilfe ist wichtig. Die Rune steht für Busen, Nahrung, Weiblichkeit, Mutterschaft, Schutz, Beschützen. Passivität, etwas zulassen, Geborgenheit und Urvertrauen wird sehr, sehr wichtig. Die Rune für den Winter ist Ewarts, Pferd, Bewegung. Veränderung zulassen, Umbrüche mit Kraft bewältigen. Kraft und Geschwindigkeit wird vom Schicksal bereitgestellt. Beweglichkeit wird eingefordert, Starres bricht weg. Das Miteinander wird äußerst wichtig. Viel Arbeit und Aktivität ist möglich. Das Wetter im 2020er Jahr, ein lunarisches Jahr. Zu Beginn des Jahres Jänner, noch im Winter, ist die größte Kälte in den ebenen Lagen höchstens 13, 14 Grad minus und das immer nur kurzfristig, meist Frost, nur im einstelligen Bereich zu erwarten, vor allem in den Niederungen, auf den Bergen aber Schnee und es ist manchmal kurzfristig und ein wenig wechselhaft. Das Wetter im Frühling, oft feucht und einige relativ warme Tage, nachts des Öfteren noch Frost. Der März an sich hat mehrere kühle Tage, Mitte des Monats oft schon viel Regen, dann noch einmal kalt gegen Monatsende, bis in den April hinein wird es schöne Tage geben, vereinzelt allerdings. Wenn im März wenig Regen fällt, kommt Juni, Juli dafür umso heftiger. Anfang bis Mitte Mai schon oft heiß mit kurzen Regenschauern, nach Monatsmitte nochmals wesentlich kälter, kalter Regen, sogar Eishagel gebietsweise möglich. Der Juni ist gut, fallweise etwas Regen. Der Sommer, Juli, August ist etwas wechselhaft. Kurze, sehr warme Abschnitte, dann wieder nass, weil es eben ein Mondjahr und ein eher
nasses Jahr werden wird. Bis Mitte September läuft es ähnlich, ab dann schon reif und Gelegenheit Nachtfrost. Landwirte sollten vorsichtig sein mit ihrer Ernte etc. Der Herbst ist eher kühl und unbeständig. Ab Mitte Oktober ist die Wärme vorbei. In den ersten zwei Novemberwochen friert und schneit es bereits, speziell auf den Bergen. In der ersten Novemberhälfte wird es nochmals milder. Das Monatsende ist winterlich, speziell ab so Höhen ab 800, 900 Meter. Dezember anfangs mittelmäßig, eher kühl, kalt, dann sehr feucht, viel Regen, fallweise Schnee, dann noch gebietsweise Starkregen und Murrengefahr. Nach dem 20. ziemlich kalt und trüb bis über den Jahreswechsel hinaus.